Übermorgen ist der 14. Februar. Übermorgen ist ganz genau Valentinstag. Da beschenkt man einen ganz besonderen Menschen. Oft mit Blumen, meistens aber mit Pralinen. So einer wie diese hier. Jede einzelne Praline ist ein Unikat und muss um ihren Platz in der Schachtel kämpfen. Und wir zeigen Ihnen jetzt auch, warum. Das ist eine Pistazie auf einer Praline. Unspektakulär, denken Sie jetzt. Doch das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist nämlich gar nicht so einfach, einer Praline eine Pistazie auf den Kopf zu setzen. Und das dann noch so perfekt. Das Risiko besteht schon, dass eine Pistazie vielleicht daneben fällt. Welche Hürden zwischen Praline und Pistazie liegen, zeigen wir Ihnen in diesem Film. Und zwar mit der Galileo-Helden-Pistazie. Wir begleiten Sie auf Ihrem Abenteuer in der Schokoladenfabrik. Verantwortlich für die Mission ist Schokoladenentwicklerin Gabi Brandenburg. Sie und ihr Team sind die Willy Wonkas der Schokoladenfabrik. Sie denken sich ohne Ende Schokoladenkreationen aus. Bevor ein Produkt auf dem Fließband daherkommt, wurde es in dieser Küche geboren und per Hand geformt. Frau Brandenburg hat auch die Pistazienpraline erfunden. Doch sie ist wählerisch. Die Pistazien, die wir auswählen für unsere Pralinen, sind ganz besondere. Die sind dunkelgrün, die haben auch eine gewisse Größe, also die dürfen nicht zu groß sein. Es gibt drei Pistazienarten zur Auswahl. Diese hier ist zwar schön klein, aber zu gelblich. Diese hier, der Klassiker, den jeder kennt. Die Pistazie in der Schale. Sie hat noch ein sogenanntes Samenhäutchen um sich herum und ist leider auch zu groß. Wir brauchen diese Pistazie. Klein, tiefgrün, perfekt. Perfekt genug für Frau Brandenburg. Nun muss die Pistazie nur noch in ihr Heldenoutfit gesteckt werden. So erkennen wir unsere Pistazie nachher wieder, unter tausenden anderen in der Fabrik. Ein bisschen Goldstaub und dann ab zu den Oscars. In die Schokoladenfabrik. Das ist jetzt unser Held und wir schauen mal, ob er es schafft. In einem Kühlraum der Schokoladenfabrik werden die Pistazien gelagert. Auch unsere Heldenpistazie beginnt hier ihre Reise. So weit, so gut. Hoffentlich verlieren wir sie nicht in dieser Pistazienorgie. Pistazien sind sehr wertvoll. Ein Kilogramm geschälte Pistazien kostet 80 Euro. Der Herr Bolz mit seinem Hubwagen transportiert also gerade 13.000 Euro. Doch nicht alle 400.000 Pistazien auf diesem Wagen werden es auf eine Praline schaffen. Denn es gibt eine Hürde. Diese Maschine da. Ja, diese Maschine ist ein Spezialbau für diese Pralinenfertigung. Aber die ist nicht 100% perfekt. Ist zwar eine Maschine, aber auch diese Maschine schafft es nicht, jede Praline zu treffen. Die Maschine wird regelmäßig gewartet. Dennoch ist sie manchmal zickig. Wird es unsere Heldenpistazie auf eine Praline schaffen? Oder schmeißt die Maschine sie aufs Band wie ein paar ihrer Leidensgenossen? Das werden wir später herausfinden. Nur 30 Meter weiter lagert dieser hübsche Batzen. Die Rohmasse für die Praline. Eine Mischung aus Marzipan, Puderzucker, Pistazienstücken und Kirschwasser. In jedem Bottich sind 300 Kilogramm. Daraus werden später 75.000 Pralinen. Um die Kalorien dieses Bottichs abzutrainieren, müsste man 4 Monate lang durchgängig joggen. Also eine richtig süße Masse. Für sie geht es nach oben, damit sie in eine Röhre hineinplumpst und auf einer Ausstechwalze landet. Das dicke Stück wird Sekunden später unten auf der Produktionsstraße zu kleinen süßen Marzipankörpern. Doch Moment mal, warum kleben die denn nicht an der Walze fest? Wir haben hier ein ganz spezielles Band, das saugt die Marzipankörper aus dieser Walze hinaus. Und man sieht das hier auch, die kann man kaum hier abheben, die Pralinenkörper. Aber die werden hier nochmal umgesetzt auf ein weiteres Band. Und hier kann man die Pralinenkörper dann auch gut entnehmen. Also ein richtig schlaues Band.
Etwa 400.000 solcher Rohpralinen werden jeden Tag ausgestochen. Obwohl jetzt Pralinen gerade Hochzeit haben, laufen die Bänder das ganze Jahr hindurch, Tag und Nacht. Der nächste Schritt für die Pralinenrohlinge ist diese Walze. Sie bringt die Pralinchen auf gleiche Höhe. Aber es geht hier nur um Millimeter. Das erhöht die Chance unserer Heldenpistazie nicht wirklich, auf der Praline zu landen. Doch es kommt der Firma eben auf den Millimeter an. Aus Prinzip. Ich würde sagen, Pralinenherstellung ist was, was die Liebe zum Detail erfordert und auch ein bisschen Perfektionismus, ja. Dieser Perfektionismus hier wird für die Heldenpistazie später noch eine wichtige Rolle spielen. Doch erstmal geht es weiter für die Marzipanklöpschen. Sie sind nur noch 10 Meter von unserer Heldenpistazie entfernt. Noch wurde sie nicht von der Maschine ausgewählt. Während sie bangt, haben die Marzipanklößchen erstmal noch ein bisschen Spaß. Denn sie dürfen jetzt etwas machen, das sehr sinnlich ist. Ein sexy Bad in einem Schoko-Whirlpool. Doch damit nicht genug. Nach dem Schoko-Whirlpool geht es noch weiter. In einen Schoko-Wasserfall. Nun muss der Schoko-Marzipankörper nur noch garniert werden, bis er fertig für seine Pistazie ist. Dazu muss die weiße Schokolade genau 30 Grad warm sein, damit sie so auf die Praline gesprenkelt werden kann. Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum das Marzipan zweimal in Schokolade getunkt wird. Einmal im Whirlpool und einmal im Wasserfall. Dadurch verhindert man den sogenannten Fettreif. Dieser weiße Belag auf Schokolade. Er entsteht, wenn sich Fette aus den Füllungen, wie Marzipan, an die Oberfläche bewegen. Der Fettreif wird oft mit Schimmel verwechselt, hat mit diesem aber nichts zu tun. Durch die doppelte Schicht bleibt das Öl im Marzipan innen eingeschlossen, wie in einem Schokotresor. So, nun kommt der große Augenblick. Die noch feuchten Pralinen werden unter die Maschine gefahren. Und so funktioniert sie. Die Pistazien werden nach oben geschoben und kommen in ein Zahnrad. In den Zwischenräumen wird die Pistazie nach unten befördert, bis zum großen Moment, in dem die Pistazie auf die Praline fällt. So sieht die Theorie aus. Doch im wahren Leben kann die Maschine eben auch mal zickig sein und eine Pistazie daneben hauen. Es kann also auch einiges schief gehen. Aber hier sehen wir zum Beispiel, da ist die Praline, die Pistazie an der Seite runtergerutscht. Oder hier in dem Fall, wo sie auch seitlich aufkommt. Wir haben aber auch das Bild, dass zum Beispiel zwei Pistazien, die sogenannten Zwillinge, passieren. Ja? Dieses Risiko hat auch unsere Starpistazie zu tragen. Und ja, wir hoffen mal, dass alles gut geht. Denn wir haben unsere Heldenpistazie verloren. Als wir nicht hingeschaut haben, wurde sie von der Maschine verschluckt. Jetzt können wir nur noch warten. Es kommt nichts. Ist sie vielleicht in der Maschine hängen geblieben? Da, da ist sie! Wow! Das ist unsere goldene Pistazienstabpraline. Sie hat es geschafft. Also die Pistazie ist nicht so ganz mittig gelandet, also sie könnte noch ein bisschen mehr in der Mitte der Praline liegen, aber ich muss sagen, sie gefällt mir trotzdem. Aber würde es die schiefe Praline in die Packung schaffen? Wir wissen ja, wie perfektionistisch es in der Pralinenproduktion zugeht. Ich bin mir jetzt selber nicht sicher, wir haben aber einen optischen Standard, wo wir festlegen, welche Pralinen noch in Ordnung sind und welche nicht. Der hängt hinten an der Abnahme. Das wäre super, ja, genau. Dann gehen wir damit. Ja? Wir folgen ihr nach hinten. Dort werden die Pralinen in Kisten gelegt und zum Verpacken geschickt. Haben wir den optischen Standard hinten hängen? Ja, natürlich. Ja. Okay. Ein optischer Standard. Alles kommt auf den Millimeter an. Alles muss perfekt sein.
Und unsere Pistazie sitzt nun mal nicht perfekt. Würde sie es trotzdem in die Packung schaffen? Jetzt war ich leicht verunsichert. Aber wenn wir unsere Abbildung hier angucken, dann würde ich sagen, es ist noch erlaubt. Es ist etwas außerhalb des Ideals, aber die Praline wäre noch okay. Gerade so eben. Danach wird beurteilt. Links ist die optimale Praline. Mit einer Pistazie genau in der Mitte. Rechts sind die Pralinen, die gar nicht gehen. Hier hängt die Pistazie wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Die schaffen es nur in den Lagerverkauf. In der Mitte sind die, die zwischen den Stühlen hängen. Sie weichen von der Perfektion ab, aber eben nur um ein paar Millimeter. Sie sind gerade noch akzeptabel. In diese Kategorie fällt unsere Praline. Sie konnte in einer perfekten Schokoladenwelt auch als nicht ganz perfekte bestehen. Am Ende der Reise steht für jede Praline die Verpackungsstraße. Unsere Pistazienpraline gehört in eine Schachtel mit 9 verschiedenen Pralinenarten. Alle Mini-Pralinen werden hier von Hand eingelegt. Das hat mit dem Pergamentpapier zu tun, das behutsam auf die Pralinen gelegt wird. Das kann eine Maschine nicht. Wir haben gelernt, wie sehr Pistazien bangen müssen, um in einer Pralinenschachtel zu landen. In ihrer Valentinschachtel liegen also nur die absoluten Gewinner.